Neben mir ein Mann, der schon vieles geleistet hat, auch für den deutschen Fußball, Oliver Neuville. Und ich muss echt sagen, ich freue mich, dass ich neben dir sitzen kann. Ich muss ganz kurz erklären, wir spielen ja hier beim Traditionscup, beim Herforder Traditionscup in Lechtingen. Und Oliver hat gesagt, er ist ein bisschen kaputt, möchte sich setzen. Ist mir auch ganz lieb so. Oliver, wie kommst du eigentlich so zu dem Traditionscup hierher? Ja, weil ich spiele auch mit der Weißweiler Elf. Wir haben insgesamt im Jahr zwischen 30 Spiele so und wir sind hier eingeladen und das macht bis jetzt riesen Spaß hier. Spielst du schon länger eben in dieser Weißweiler Elf? Ja, seit 5 Jahren jetzt, weil ich habe 2010 aufgehört und direkt danach, weil ich wohne in Gladbach, Kalle Flipsen und Peter Wiener haben mich gefragt, ob ich noch ein bisschen Fußball spielen will und natürlich habe ich direkt zugesagt. Was ist das Besondere an so einem Traditionscup? Ja, viel, weil man trifft auch alte Kollegen. Ja, wenn ihr heute ist auch Dortmund oder Duisburg, wir haben auch damals auch früher auch gegen andere gespielt oder auch zusammen mit einigen Spielern, da macht immer Spaß mit alten Kollegen zu reden von der alten Zeit. Wir hatten vorhin David Odonkor bei uns im Gespräch und er sagte mir, weil ich ihn gefragt habe, ob ihr euch schon getroffen habt und miteinander gesprochen habt, hat er gesagt, ja, schon auf jeden Fall, aber du hast ein bisschen zugenommen. Findest du das auch so? Ich? Ja, ein paar Kilo, aber das ist normal. Aber so viel habe ich auch nicht zugenommen. Das habe ich auch so nicht gesehen, aber David hat es gesehen und da habe ich gedacht, vielleicht gibst du den Ball zurück. Ja, das ist fast wie früher. Natürlich hat er auch auch ein paar Kilo zugenommen, aber wie gesagt, das ist ganz normal. Na klar, aber nicht mehr so viel trainiert, wie es früher war. Apropos früher, ihr euch beide verbindet ja was ganz Besonderes, auch was für Deutschland sehr, sehr wichtig war, 1:0 gegen Polen. Hast du das noch im Kopf? Ja, natürlich habe ich im Kopf, weil ab und zu, ja, wenn ich treffe einige Leute, so, die erinnern sich immer an diesen Tor. Ne? Natürlich vielleicht, ja. Also für mich war nicht das wichtige Tor, ne? Aber das war vielleicht das emotionalste Tor, das ich gemacht habe. Aber für mich persönlich in der Nationalmannschaft wichtige Tor war 2002 gegen Paraguay, Achtelfinale auch, war 2 Minuten vor Schluss, wo das 1:0 gemacht habe. Wie sind so die Erinnerungen so an deine damalige Spielzeit? Ja, ich erinnere mich gerne an, was ich in meiner Karriere geleistet habe, ne? Weil ich war fast an jedem Finale dabei, leider nie gewonnen, aber trotzdem sind schöne Erinnerungen und sowieso bin ich auch täglich in Gladbach, ne? Ich bin Co-Trainer bei der U19 und deswegen bin ich täglich am Fußball, deswegen macht riesen Spaß. Wenn wir gerade bei der Nationalmannschaft sind, wart ihr früher besser oder wie ist das heute mit der Generation? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich natürlich jetzt vielleicht spiele einen anderen Fußball. Aber letztendlich muss man Erfolg haben. Auch vor 13 Jahren waren wir auch im Finale, leider nicht gewonnen. Aber das war schon damals haben wir eine sehr gute Mannschaft gehabt. Und natürlich jetzt ist vielleicht ist mehrere junge Spieler dabei. Aber trotzdem ein bisschen Farbe braucht man auch, muss man eine Mischung finden. Das klingt ja gut und da würde ich mich auch freuen, wenn wir uns wieder sehen. Es war mir eine Ehre, mit dir hier zu sitzen. Okay, danke schön. Ich kann mich solche Masseure holen oder so. Hey, cool, das ist super. Heimspiel bringt mir den Sport nach Hause.